Kondensatoren. Runde, eckige, dicke, dünne, kleine, große, sehr große. Welche Typen und Bauformen es in der modernen Elektronik gibt und was ihre charakteristischen Eigenschaften und Anwendungsgebiete sind, das klären wir im heutigen Video. Und damit herzlich willkommen bei Elektrotechnik einfach erklärt. Wenn man mal in ein elektronisches Gerät hineinschaut, dann findet man immer eine oder mehrere Leiterplatten. Zum Beispiel so wie bei diesem Wecker hier oder bei diesem alten Laptop hier die Leiterplatte. Oder hier von diesem Schaltnetzteil. Und auf diesen Leiterplatten finden sich immer unzählige Kondensatoren, wie beispielsweise diese hier oder auch diese hier. Wie nennt man diese ganzen Kondensatortypen und wie kann man die eigentlich einteilen? Grundsätzlich lassen sich Kondensatoren in die drei Klassen Elektrolytkondensatoren, elektrostatische Kondensatoren und elektrochemische Kondensatoren einteilen. Für uns in der Elektronik sind vor allem die Elektrolyt- und die elektrostatischen relevant. Die zwei bekanntesten Vertreter bei den Elektrolytkondensatoren sind die Aluminium-Elektrolytkondensatoren und die Tantal-Elektrolytkondensatoren. Zu den elektrostatischen Kondensatoren gehören die Keramikkondensatoren und die Folienkondensatoren. Und bei den Keramikkondensatoren wiederum kann man dann unterscheiden in die Vielschicht-Keramikkondensatoren, die sogenannten MLCCs, dazu gleich mehr, und die Scheibenkeramikkondensatoren. Soweit zum ersten Überblick, gleich schauen wir uns die einzelnen Bauarten dann genauer an. Alle diese Kondensatortypen haben ihre ganz spezifischen Eigenschaften aufgrund ihrer eigenen Bauform und sind deswegen auch unterschiedlich gut für verschiedene Anwendungen geeignet. Typische Anwendungen von Kondensatoren in der Elektronik sind zum Beispiel die Glättung einer Spannung oder auch die Pufferung einer Spannung oder auch die Filterung von Störsignalen, die ein Nutzsignal überlagern. Wir werden auf diese Anwendungen in diesem Video eher oberflächlich eingehen, wenn wir gleich genauer auf die einzelnen Typen eingehen. Aber es wird dann zu diesen einzelnen Anwendungen jeweils noch ein eigenes separates Video gehen, weil es doch recht erklärungsbedürftig ist, aber natürlich auch spannend. Heute schauen wir uns aber wie gesagt jetzt erstmal die Bauarten mit ihren Eigenschaften an und wir starten mit den Aluminium-Elektrolytkondensatoren. Wichtig ist hier erstmal in der Praxis die Polung zu beachten. Die bedrahteten Bauelemente haben immer einen längeren Anschluss und einen kürzeren Anschluss. Der längere Anschluss muss immer in Richtung des Pluspols zeigen. Bei den Aluminium-Elektrolytkondensatoren, die Oberflächen montiert sind, den sogenannten SMD-Alu-Elkos, ist entweder hier an der Seite die Minusseite markiert mit so einem schwarzen Streifen. Da seht ihr hier unten die beiden Anschlüsse. Das heißt, der Anschluss, wo eben dieser Streifen ist die Minusseite. Oder es kann auch sein, dass hier oben am Gehäuse so ein Streifen aufgezeichnet ist, dann ist das die Minusseite, wie ihr hier an diesem verbauten Aluminium-Elektrolyt-Kondensator seht. Aluminium-Elkos haben diese charakteristische Becherform, wie ihr hier seht. Das liegt daran, weil im Inneren zwei Aluminiumfolien gewickelt sind. Die eine Folie bildet die Anode und die zweite Aluminiumfolie ist in der Regel von einem flüssigen Elektrolyten bedeckt. Und zwischen den beiden Folien befindet sich eine dünne Oxidschicht. Das ist das isolierende Dielektrikum. Ich habe hier auch mal einen Kondensator mal aufgeschnitten. Ihr seht hier diese Folienstruktur, wie die hier so gewickelt ist. Also so sehen diese Elektrolyten von innen aus. Charakteristisch für die Aluminium-Elkos ist ihre typischerweise ziemlich hohe Kapazität. Also wir haben jetzt hier von 1 Mikrofarad, 47 Mikrofarad, 470 Mikrofarad und der hier ist sogar 1000 Mikrofarad, also 1 Millifarad hat der eine Nennkapazität. Außerdem sind die Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren ziemlich günstig, das heißt das Verhältnis von Kapazität, die man hier bekommt, zum Preis ist hier sehr, sehr gut. Aber die Aluminium-Elkos haben auch einige Aspekte, die eher negativ sind. Und zwar einen ziemlich hohen induktiven und resistiven Anteil. Das heißt, wenn man hier das Ersatzschaltbild anschaut, der ESL und der ESR sind bei dieser Bauform im Vergleich höher als bei anderen Kondensatorbauarten. Und was auf jeden Fall auch ein beachtenswerter negativer Punkt ist,
dass die Aluminium-Elkos aufgrund des flüssigen Elektrolyten bei erhöhter Betriebstemperatur schneller altern, weil dieser Elektrolyt dann austrocknet. Und auch eine lange Lagerung kann hier kritisch sein, dass einfach dann schon beim Start sozusagen des Betriebs der Elko nicht mehr die Werte aufweist, wie er eigentlich spezifiziert ist, weil dieser Elektrolyt schon teilweise ausgetrocknet ist. Typische Anwendungen von Aluminium-Elkos sind die Glättung einer Spannung, typischerweise nach einer Gleichrichtung wie in solchen Netzteilen hier. Wie genau das funktioniert, werden wir uns in einem eigenen Video zu dieser Anwendung mal ein bisschen genauer noch anschauen. Damit sind wir am Ende von Teil 1 zu den Kondensatorbauarten angekommen. Im kommenden Video machen wir nahtlos weiter mit den Tantalelektrolytkondensatoren, den Keramikkondensatoren und den Folienkondensatoren. Bis dahin, bleibt dran, macht's gut und ciao.